Danke vielmals. So gut. Ich denke, viele unter uns da kennen Minions. Da gibt es mittlerweile mehrere Filme. Das sind so lustige ein- oder zweiäugige, geile Wesen, oder? Und drücken irgendwo so Kindlichkeit aus. Und da gibt es ja auf Instagram gibt's ja auch so eine Seite Minion-Witz. Und jetzt gerade in der Weihnachtszeit sind mir da zwei Lustige unter die Augen gekommen. Der eine, dass der Kollege fragt, der andere Kollege, du, was hast du mit dem Weihnachtsgeld jetzt gemacht, das du bekommen hast? Ja, ich habe mir ein Auto voll tanken. Dann sagt der Kollege, ja, und was hast du mit dem Rest gemacht? Ja, den haben meine Eltern oben drauf gegeben. Ja. Oder ein anderer, das Minion sagt so, es ist doch eigentlich noch bedenkenswert, dass wenn Menschheit Ausschau haltet nach höherer Intelligenz, dann sind alle Linsen von der Erde weggerichtet. Yes, Blickrichtung ist nicht schlecht. Wir feiern ja in dieser Adventszeit, dass eben die Person, die, wenn man den Blick von der Erde wegnimmt, aber du kannst nicht unbedingt ins Weltall suchen, sondern du musst in den Himmel, in die unsichtbare Welt hineinschauen. Die Person, Gott, Jesus Christus, er ist die wirklich höhere Intelligenz. Und er ist gekommen auf die Erde, er ist auf die Welt gekommen. Das ist das, was wir jetzt in der Adventszeit feiern und uns bedenken, sagen, Jesus ist auf die Welt gekommen, der Sohn von Gott ist auf die Welt gekommen, der Retter von der Welt. Und wir sind noch in unserer Predigtserie Josef. Und vielleicht gerade so, dass es keine Verwechslung gibt jetzt, wir haben den ersten Advent, also die Serie geht nicht um den Josef, den Zimmermann, den Schreiner, den Handwerker, den Vater von Jesus. Das wäre auch nochmal spannend, aber das ist der Josef, ist eine Figur aus dem Alten Testament, ist einer von den 12 Söhnen, die der Jakob hatte, der Stammvater vom Volk von Israel. Wir sind im 1. Mose, Kapitel 41, und die Situation ist, letztes Mal sind wir stehen geblieben, der Josef ist eigentlich ungerechterweise im Gefängnis gelandet, weil er sich nicht mit reinziehen lassen hat von der Frau von Potiphar, in dem Haus, wo er ja dort dann eigentlich angestellt war als Sklave und Verantwortung hatte über den ganzen Haushalt und Verwalterschaft und so weiter. Und so ist er ins Gefängnis gekommen. Er ist nicht ins Bett mit ihr. Und hat dort im Gefängnis zwei Männer Träume deutet, die sie hatten. Und jetzt geht es da weiter in der Geschichte, dass eigentlich zwei Jahre später, nachdem der Josef da diesen zwei Traum deutet hat, dann hat er noch gesagt, hey, gell, bitte, wenn du wieder rausgehst, hat er zum Mundschenk gesagt, denkst bitte an mich. So, du könntest vielleicht ein Wort einlegen, dann heisst es im Vers später, Mundschenk hat alles wieder vergessen. Und so zwei Jahre später hat der Pharao geträumt und das hat ihn so bewegt, das können wir nachlesen, Vers 1 bis 9, hat ihn im Geist beunruhigt, heisst es, so dass er alle Wahrsager und irgendwelche geistlichen Leute zusammengerufen hat und hat ihnen, von ihnen wollen wissen, was sein Traum bedeutet, aber niemand hat das können deuten. Und dort ist ein Mundschenk eingefallen, hey, ich bin doch im Gefängnis gewesen. Und da hat es so einen hebräischen jungen Mann im Gefängnis gehabt und der hat mir meinen Traum und den Traum vom Bäckermeister ausgelegt. Das hat er dem Pharao gesagt. Und so sagt der Pharao, dann lasst uns sofort den jungen hebräischen Mann zu mir bringen. Ich will wissen, was der Traum bedeutet. Und so heisst der Josef, der hat sich wieder sauber gemacht, die Haare geschnitten, wahrscheinlich den Bart rasiert und sich da hergerichtet, sauber gekleidet ist er worden, sodass er vor den Pharao hätte kommen können. Und dann lesen wir 1. Mose 41, Vers 15 bis 16. Der Pharao sagt zum Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten.
Und jetzt habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum vermagst zu deuten, wenn du ihn hörst. Und der Josef sagt dem Pharao und sagt, das vermag ich eigentlich nicht, aber Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Also Josef sagt so, ja, das bin nicht einfach ich, sondern Gott kann das mir offenbaren. Und so hat dann nachher der Pharao Josef erzählt, was er geträumt hat. Und der Josef hat durch die Weisheit, die Offenbarung von Gott, dann dem Pharao können erklären, was der Traum bedeutet. So, eins, zwei, Sündig, Retour, wo wir schon in der Serie waren, habe ich auch aufgezeigt, dass er den Josef, wie andere Figuren in der Bibel im Alten Testament, so wie eine Vorschattung oder ein Bild, ein Typus, sagt man dem, ist, auch auf Jesus. Du kannst eigentlich die ganze Bibel durchlesen, auch jedes alte testamentliche Buch, und kannst dir die Frage stellen, was zeigt sogar das alte testamentliche Buch, was zeigt das auf über Jesus, über sein Wesen, über ihn. Und du findest überall, in jedem Buch, findest du eigentlich Jesus, findest du das Wesen von Gott, erkennst du, entdeckst du ihn. Und so ist es auch die Figur beim Josef und dort eigentlich sehr bemerkenswert. So, vielleicht da gerade ein erster Punkt. Der Pharao, ein Mensch, und er träumt. Gott hat zum Pharao geredet. Aber der Mensch kann eigentlich das reden, weil das irgendwo noch verschlüsselt ist, gar nicht wirklich verstehen oder auslegen. Und es braucht jemand, der ihm das auslegt. Der Josef, der eigentlich die Weisheit von Gott hat, angezapft ist mit dem Herz vom himmlischen Vater, um das können, deuten und verstehen und den Menschen erklären. Und genauso ist es heute auch. Gott redet zu uns Menschen. Und auch oft in Träumen. Und du musst weder Gott kennen, gläubig sein oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Pharao war nicht ein Glinus. Das ist so eine Marco-Büchli-Definition. Glinus heisst Gläubiger in unserem Sinne. So, der Pharao, der hat eine andere Religion in dem Sinn gehabt, aber Gott hat zu ihm geredet, durch Träume. So, Gott redet zu uns Menschen durch Träume. Und wir Menschen brauchen jemanden, der uns das, was er redet, in den Träumen auslegen kann. Und das ist Gott selber. Jesus, der Heilige Geist heutzutage. So, wenn Gott zu dir redet, dann nachher kannst du wie der Pharao eigentlich die Frage stellen, okay, jetzt brauche ich jemanden, der mir das auslegt. Und der jemand zeigt uns die Bibel ganz klar auf, Josef ist ein Bild für Jesus. Jesus erklärt dir den Traum sehr gern. Und zwar durch seinen Geist. Du darfst gerne auch ein Gespönchen fragen, wo du weißt, die Person ist verbunden mit dem Heiligen Geist, die kennt Gott. Und sagst, hey, ich habe das und das geträumt, kannst du mir helfen, dass mir das, was Gott zu mir sagt, könnt herausfinden und entdecken. Jesus erklärt sehr gern, was das Gott sagt, auch durch Träume zu uns. Steht sogar ganz am Ende vom Alten Testament, bevor es dann ins Neue geht, dass am Ende von der Zeit eine Zeit wird sein, wo die Alten, was? Wer kennt den Vers? Träume haben. Und die jungen Visionen, oder? Das ist so ähnlich, ganz genau. So, Gott redet über das, ganz deutlich. So, Nacht sind von dort her nicht verlorene Zeit, sondern ganz eine interessante Sache, weil in der Nacht träumt man oft. Und wenn du zu der Personengruppe gehörst wie ich, wir träumen den Tag durch sogar. Oft sagt man dann verträumt, aber das ist eigentlich ein bisschen despektierlich. Da geht immer ein Haufen ab. Eigentlich sind wir im Gespräch mit einer höheren Intelligenz. Du musst es mal von dieser Seite anschauen. So, Gott redet zu dir, Gott redet zu uns, Gott redet zu deinem Nachbar, zu deiner Arbeitskollegin, auch wenn sie Gott nicht kennen. Wär doch mal etwas und sagst, du hast jetzt Nacht geträumt. Und sie sagt, ja, ich habe schon geträumt. Erzähl jetzt dir vielleicht irgendetwas. Und weil der Heilige Geist mit dir verbunden ist, fragst du während dem, dass du im Gespräch bist, Heilige Geist, was heisst das? Und dann nachher
bist du der Josef in dieser Situation und erklärst dieser Person, was der Traum möchte bedeuten. Und dann gibt es eine Begegnung in dieser Situation, wo eine Person merkt, wow, Gott redet zu mir. Habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, das ist einfach eine Seelenverarbeitung, die ich habe. Dabei ist dann noch so viel mehr drin. Der Vater im Himmel liebt uns Menschen. Und er ist ein Gott, der redet. Und er will sich auch offenbaren. Und hat dafür Jesus, den Heiligen Geist, geschickt. Also, gehen wir weiter zurück in die Geschichte. So, der Pharao erzählt, auf den Traum gehen wir jetzt nicht so gross ein. Das sind zwei verschiedene Träume, die das Gleiche bedeuten. Das erste Mal, 7 fette Kühe kommen zum Nil aus und dann kommen 7 magere und die Mageren fressen die Fette. Und nachher nochmal das Gleiche, eigentlich 7 Ähre, die richtig saftig und fett und gut sind. Und dann nachher die 7 ganz magere, die kaum etwas haben und die haben offensichtlich auch die Fette verschlungen. Und der Josef erklärt dem Pharao, dass er sagt ihm, dass Gott zu ihm redet und ihm eigentlich, weil er zweimal das Gleiche träumt, einfach mit unterschiedlicher Bildsprache, dass das eigentlich eine festgemachte Sache ist von Gott und dass er das gleich wird machen. Und mit der Auslegung kommt der Josef und bringt gerade weitere Weisheit von Gott ins Spiel, nicht nur, was der Traum bedeutet, sondern gibt ihm nachher gerade noch einen weisen Plan. Und dann sagt er, jetzt möchte der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann Ausschau halten und ihn über das ganze Land von Ägypten setzen. Und der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen und er soll in diesen 7 Jahren vom Überfluss den 5. Teil vom Ertrag vom Land erheben in Ägypten. Und so soll man Nahrung von diesen 7 künftig guten Jahren sammeln, Getreide speichern zur Verfügung vom Pharao und die Nahrung in den verschiedenen Städten aufbewahren. Und das soll dem Land als Vorrat dienen für die 7 Hungerjahre, die werden eintreten. Und so wird das Land wegen dieser Hungersnot nicht zugrunde gehen. Und da heisst Vers 38, der Pharao sagt zu seinen Leuten, zu seinen Knechten, können wir irgendeinen anderen Mann finden wie der? Weil auf dem ist der Geist von Gott. Come on. Klare Erkenntnis. So war es klar für den Pharao, sagt er zum Josef, also nachdem dass Gott dir das alles aufgezeigt hat, habe ich das Gefühl, es gibt keinen, der diese Weisheit und Verständnis hat wie du. Also setze ich dich über mein Haus und dein Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sagt zum Josef, schau, ich setze dich über das ganze Land von Ägypten. Dann geht es weiter und der Pharao nimmt den Siegelring von seiner Hand, steckt ihn an die Hand von Josef, bekleidet ihn mit weißer Leinwand, legt eine goldige Kette um seinen Hals und lässt ihn auf seinen zweiten Weg fahren. Und man soll vor ihm ausrufen, beugt euch nie, und so ist er über das ganze Land Ägypten gesetzt worden. Und der Pharao sagt zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Oder mit anderen Worten, niemand soll nur irgendetwas tun, ohne dass es du nicht angeordnet hast nach einem klaren Plan. Dann machen wir das. Es wird nicht einfach in die Gegend rumgehäut und jeder macht und tut, was er will. Sondern die Weisheit vom König, vom Josef, vom neuen König, soll umgesetzt werden. Und dann gehen wir gerade weiter. Und dann heisst es, und der Josef ist nachher durchs ganze Land gezogen, von Stadt zu Stadt, überall hin, und hat angefangen, Getreide speichern, wie Sand am Meer, über die Masse viel, man hat es gar nicht mehr messen, weil es ist unermesslich viel gewesen. So ganz am Anfang von dem Kapitel, der Josef hockt noch im dunklen Loch, das war ein Vers gewesen, so aus dem Loch raus hat es Josef geholt zum Pharao, so wie der Predigttitel von heute Morgen kann sein, From Zero to Hero. Der Josef war eigentlich ein Nichts, unbeachtet in dem Gefängnis. Und schwupps,
findet er sich wieder in der obersten Position als König über Ägypten eingesetzt vom Pharao. Warum? Zum Land retten vor einer tödlichen drohenden Hungersnot. Und die Geschichte geht nachher weiter. Er hat nicht nur sein eigenes Land oder das Land Ägypten, wo er drinnen gefangen war, gerettet, sondern eigentlich alle umliegenden Länder. Das heisst, auf der ganzen Welt war Hungersnot und sie sind kaufen auf Ägypten. Der Josef ist das Bild auf Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen, als Kind, zum Menschen retten. In erster Linie sein Volk Israel, der Messias können sein. Das zweite aus Israel, dann die ganze Welt. Es ist noch bezeichnend, wie da der Pharao den Josef einsetzt, sagt, hey, ich setze dich ein und dein Wort gilt. Das erinnert mich an die Stelle, wo Jesus am Jordan steht und getauft wird vom Johannes. Und danach heisst, der Himmel reißt es auf und der Stimme, Vater im Himmel, sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört, oder? Etwa eine ähnliche Situation. Von Gott selber ist Jesus eingesetzt worden, als der König über Himmel und Erde. Und sein Auftrag war, Lebensrettung zu bringen. Kannst du mal die letzte Folie aufleuchten? Ich habe da so eine Gegenüberstellung gemacht, so Josef und Jesus. So, für was der Josef da steht, in diesem Abschnitt. So, der Josef ist aus dem Loch erhöht worden zum Herrscher über Ägypten. Und Jesus ist vom Tod erhöht worden auf den Thron über Himmel und Erde. Im Vers, muss ich gerade schnell schauen, da haben wir es. Im Vers 46 ist beschrieben, 1. Mose 6, 41, Vers 46 heisst, der Josef war 30 Jahre alt, als er zum Gefängnis rausgekommen ist und dann nachher erhöht wurde vom Pharao. Und er ist durch ganz Ägypten, durch das ganze Land gezogen und hat angefangen, seine Aufgabe zu machen. Jesus, heisst es, mit 30 hat er seinen Dienst angefangen. Und was hat er gemacht? Er ist durch das ganze Land Israel gegangen und hat die Botschaft vom Königreich vom Himmel verkündet. Vorhassäuser sind übervoll gewesen. Bei Jesus ist das Gleiche. Im Himmelreich hat es Überfluss, es hat genug. Im ganzen Land Ägypten heisst es, hat es Brot gegeben. Es hat genug zu essen gehabt. Und Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Er hat eigentlich das Lebensbrot ausgeteilt. Oder andere Stelle, wo Jesus sagt in der Bergpredigt, glücklich sind die, die hungrig sind und durstig sind, weil sie werden gesättigt werden, oder? Oder er sagt der Frau am Brunnen, hey, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, dann wirst du nicht mehr Durst haben. So wie der Jesus, der Josef so ein Bild war, und man in dieser Begebenheit von Ägypten, von dieser Hungersnot sieht, ist das eigentlich das Bild auf das von der Menschheit, vom Volk von Israel und was Jesus gemacht hat. Der Josef hat den Hunger in Ägypten können stillen. Jesus ist gekommen, um eigentlich den Hunger sehnen nach dem Messias und der Rettung vom Volk von Israel können auszufüllen und den Hunger stillen nach ihm. Die ganze Welt ist aber zusätzlich auf Ägypten gekommen, kaufen, weil die haben auch Hunger gehabt. Und genauso wie Jesus, er stillt den Hunger von jedem Menschen von der ganzen Welt. Es heisst im Neuen Testament, dass im Himmelreich Gewalt angetan wird, weil alle drängen rein, weil sie möchten Teil sein im Königreich vom Himmel. Das ist ein Hunger in der Menschheit nach ja, nach wahrem Leben, das ist der Hunger nach Gott. Jeder Mensch sucht. Jeder Mensch ist hungrig. Nicht jeder Mensch kann es gleich definieren oder verstehen, nach was er genau sucht. Aber das ist ein Hunger. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Kannst du dich vielleicht noch erinnern an deine Zeit, wo du Jesus noch nicht gekannt hast? Und wie ist das gewesen? Hast du auch Hunger gehabt, Sehnsucht, ein Suchen nach jemandem, nach etwas, wo wahren Sinn gibt? Oder da ist irgendwo ein Loch im Herz, in der Seele, wo ich füllen möchte, wo gestillt sein will? Und was ist passiert, wo du Jesus kennengelernt hast? Wie fühlt es sich jetzt an? Bist du gesättigt? Oder ist da immer noch Hunger? Die Einladung von Jesus ist immer noch da. Kommt zu mir. Und er will euch satt machen. Der Hunger, es hat immer genug bei ihm. Wie ist es mit einem Verständnis oder einem Bewusstsein, der Sicht, dass Hunger nach Gott in unserer Welt herrscht? Mehr denn je. Realisieren wir das noch? Nimmst du das wahr? Fühlst du dich vielleicht manchmal überfordert? Sagst du, was wollen wir da machen? Ich rede jetzt nicht vom physischen Hunger, sondern vom inneren, vom geistlichen Hunger. So wie der Josef ein Bild ist für Jesus, so sagt ja das Neue Testament, dass Jesus, wo der König ist von Himmel und Erde, dass er ein Lieb hat. Und der Lieb ist gemeint. Der Lieb bist du und ich. So sind wir zusammen mit Jesus jetzt in dieser Position oder in dem Dienst, in dem Auftrag, können das Brot vom Leben zu verteilen. Können die Vorratshäuser auftun vom Himmel, damit Menschen, die Hunger haben, den Hunger gestillt haben. Du bist zusammen mit Jesus in dieser Position. Was ist so die Vorstellung von dir, wie du dich siehst? Siehst du dich eher noch so als unbedeutend, als ein Null, ein Zero? Oder hast du schon begriffen und angenommen, was Gott sagt, hey, ich habe dich mit Jesus zum Held, zum Hero gemacht. Mit Jesus bist du in die Position gesetzt, auf den Thron und in die Position Zugang zu allen himmlischen Ressourcen und Vorräten zu haben, um es zu verteilen. Wenn wir die Gegenüberstellung haben, Jesus stillt den Hunger von der ganzen Welt. Wie macht er es? Indem, dass er dich und mich hat, indem, dass er gemeint hat. Und unsere Weihnachtszeit ist einmal mehr eine grossartige Gelegenheit, weil wir thematisch schon drin sind, können den präsentieren, den vorstellen, Jesus, der das Lebensbrot hat, der Hunger stillt. Wir haben letzte Woche in unserem Staff-Meeting, das wir einmal im Monat haben, wo wir Zeugnisse austauschen, haben wir festgestellt, dass wir eine ganze Reihe Zeugnisse, Begegnungen zusammengetragen haben, wo in der letzten kurzen Zeit Leute, die Jesus nicht kennen, Jesus kennengelernt hat, in Kontakt gekommen sind, eine Begegnung haben mit Gott. Einige sind da das erste Mal in den Gottesdienst gekommen, sind in Begegnung oder in Berührung gekommen mit der Gemeinde, haben Gott erlebt. Und so das zeigt auf, wie der Hunger um ist. Und dort, wo du und ich uns hineingeben, aktiv sind, uns verstehen,
sage jetzt mal da, wie ein Josef, der eingesetzt worden ist von Gott selber, um dürfen in dieser Position von Autorität sein und können das Essen austeilen, das Evangelium, die gute Nachricht weiterverbreiten. Warum nagel ich so auf dem Moment? Es hat einen Grund. Hey, Angela, kannst du kommen? Die Angela hat das Bild gemalt. Und sie erklärt uns jetzt gerade die Bedeutung von dem Bild. Und so noch, bevor du es erklärst, so vorausschickend dazu, wie es der Florian schon gesagt hat, auch letzte Woche, wo wir in His Presence, oder vorletzte Woche ist es schon, in His Presence Woche gegangen, Gott hat etwas da. Er hat etwas deponiert und freigesetzt bei uns. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz das Ende, was wir heute Morgen machen wollen. Und es verbindet sich so gut auch mit dem Text gerade von heute, mit dem Josef und dem Bild. Der Josef, der das Bild ist für Jesus. Der, der eingesetzt worden ist, in höchste Position und Autorität, um ein ganzes Land retten, eine ganze Nation retten. Und darüber aus mehr als nur die eigene Nation. Und verbunden dann mit Jesus, der gekommen ist, um nicht nur das Volk von Gott, sondern die ganze Welt Rettung zu bringen und eben Hunger zu stillen. Und mit dem verbunden sind wir jetzt, weil wir der Lieb von Jesus sind, sind genauso mit Jesus erhöht in die Position. Also, Angela. Das Bild heisst, weide meine Schafe. Ich höre seit Monaten den Satz, weide meine Schafe. Liebst du mich? Dann weide meine Lämmer und hüte meine Schafe. Und ich habe mehr und mehr den Eindruck gehabt, das sind Hirten, die ihre Mäntel an den Haken gehängt haben und ihren Stab in den Garten gestellt haben und ihren Hut abgezogen haben. Und wie frustriert sie sind und wie irgendwo verletzt auch. Und haben gedacht, weißt du was, das können wir alle. Und ich empfinde vom Vater so, dass sie zurück auf die Weide, komm zurück auf die Weide, leg den Mantel an von der Salbung und nimm den Stab von der Autorität. Leg deinen Hut wieder an zum Schutz. Und geh den Lämmern nach, führ du sie auf saftige Weide. Sie brauchen gute Nahrung und sie brauchen deinen Schutz. Und das kann ja, zum einen für die verlorenen Schafe suchen und zum anderen die einfach die Schafe, die allein sind, wieder zu nehmen und sie zu führen, zu leiten. Ja. Hey, so gut. Danke vielmals. Bleib mal. Es ist wirklich bezeichnend. Ich habe fast das Gefühl, so ähnlich wie der Pharao zweimal das Gleiche geträumt hat, so kommt eine Aussage an uns als Gemeinde vom Vater im Himmel so weit doppelt. Wir sind letzte Woche so wirklich neu eingesetzt, aufgefordert, ermutigt worden, im Sinne von mit der ganzen Kreativität. Florian hat es mit dem Zeugnis auch wieder erwähnt. Und wir haben ja letzten Sonntag so einfach die kreativen Leute genommen und die Leute gebrochen, dass irgendjemand das Gefühl hat, er sei nicht kreativ. Aber so die, die so aktiv in etwas Kreativem sind, haben dann angefangen, wie der Segen und die Sendung, die Freisetzung, in die ganze Gemeinde, in unsere Gemeindefamilie rauszutragen. Und jetzt kommt eigentlich die Aussage ein zweites Mal so mit dem Bild von, hey, der Mantel, der hängt an der Garderobe, der Stab und der Hut. So. Und ich glaube, es ist so, dass das Reden vom Vater im Himmel, wo er sagt, hey, Freunde, ich brauche euch. Ich will, dass ihr an dieser Position, wo ihr eingesetzt seid, an dem Ort, in deinem Umfeld, wo du bist, dass du
der Mantel, der Josef ist vom Pharao auch mit einem Kleid, mit einem Mantel angelegt worden und hat einen Siegelring bekommen. So, den Mantel hast du, den Mantel von dem neuen Leben und von der Autorität in Jesus, weil du bist der Lieb von ihm. Angeschlossen zusammen mit Jesus. Und statt den Siegelring haben wir jetzt hier den Stab. Das ist auch eine Symbolik von Autorität. Der Siegelring ist auch ein Symbol von Autorität. Das Neue Testament redet am anderen Ort auch, dass wir mit dem Heiligen Geist eigentlich ein Siegel bekommen haben. Und so der Hut ist jetzt eine andere Art von Kronen, oder? Aber ja, leg so den Hut oder die Krone vom Heil und von dem, wer du bist in Christus, leg es an. Und so möchte ich sehr gerne heute Morgen noch ein zweites Mal mehr oder die Gelegenheit geben, dass wer immer das will und du sagst, hey, ja, Gott, red zu mir. Komm, der Vater im Himmel lädt dich ein, steh wieder neu drin. Leg deinen Mantel an. Es ist Zeit zum Brot verteilen. Freunde, es ist Zeit zum Vorratskammern aufzutun. Du hast den Schlüssel von Gott bekommen. Überall, wo du bist, kannst du aufzutun und sagen, wir können gehen. Yes. Der Hunger ist um. Sehr. Wie da in dieser Geschichte ist es heute im Geistlichen genauso. Es ist Hunger. Und wir sind Teil vom Königreich vom Himmel, wo wir im Überfluss Vorrat haben. Es hat immer genug. Auch für dich. Unterwegs musst du mal wieder das Neune nehmen. Es ist den anderen nicht weg. Yeah. Und wir in dem Innen einfach kreativ sind. Und was immer es irgendwo war, der Angel hat es gesagt, vielleicht müde oder hey, jetzt können wir, ich mag nicht. Oder du bist enttäuscht worden, weil du hast schon ein paar Mal irgendwie Menschen das Herz aufgetan und hast ihnen einen Traum ausgelegt und eine Ermutigung gegeben und sie haben irgendwie gefunden, pff, schaffe es schon selber oder Ablehnung. Ja, aber weißt du was? Vergib diesen Leuten oder vergib dir selber, wo du das Gefühl hast, ich habe irgendwie versagt oder ich habe nicht gut geleistet, weil es geht nicht um Leistung, sondern deine Identität, du bist eingesetzt vom Vater im Himmel, from zero to hero. Yeah. Nimm das Mäntel von der Garderobe, steh in deine kreative Berufungsalbung hinein. Und im Wissen, dass Gott zu den Menschen redet, auch zu den Leuten in deinem Umfeld, bist bereit, dass du wie in Josef in dieser Situation kannst reinstehen und weil der Geist Gottes mit dir ist, du beschenkt bist, dass du den Menschen kannst sagen, was Gott zu ihnen will sagen. So lade ich uns ein, an dem Ort, wo du bist, und du sagst, yes, ich will den Mantel wieder neu anlegen. Die Aussage war ja da, so weid meine Lämmer oder hüt meine Schafe. Da geht es nicht nur um Christen, sondern jeder Mensch ist eigentlich ein Schaf in dem Bild von Gott. Die einen sind verloren, die anderen sind in der Herde. Aber es gilt alles, können zu finden, zu pflegen, zu hüten und ihnen Nahrung zu geben. Den Verlorenen muss man vielleicht das erste Mal in recht Wasser und zu essen geben und sie zurück reinnehmen. Und dann gibt es andere Schafe, die sich da sonnen und gut in der Herde sind, dickes Fell, sich wachsen lassen. Dann kannst du das Fell mal schoren. Den Dienst zum Sagen. Kollekten. Können wir einander helfen, grosszügig sein. Also, an deinem Ort, wo du bist, als ein Zeichen, stand einfach auf. Stand an deinem Platz. Und dann machen wir doch wie so ein sinnbildliches. Ich habe jetzt halt gerade so ein Mäntel, oder? Das da hängt. So, das habe ich. Jetzt habe ich es genommen. So, wenn du bereit bist, dann sagen wir, Vater im Himmel, danke, dass du mich
in eine Position hineingestellt hast. Als dein Kind, als ein Königskind. Und ich jetzt darf mit dir, Jesus, das Brot vom Leben austeilen. Und ich nehme den Mantel wieder von der Garderobe und ich lege den an. Den königlichen Mantel, den du mir gibst, oder den Hirtenmantel in diesem Bild. Ich nehme wieder den Hut, ich setze die Krone wieder auf. Ich bin mir bewusst, was meine Identität ist. Und ich sage Ja zu dieser Berufung und zu dem Gesendetsein. Jetzt nehmen wir noch den Stab. Die Autorität, die uns einfach geschenkt worden ist in Jesus. Und so mache ich den Schritt in die vorbereiteten Werke von dir, auch in dieser Weihnachtszeit und darüber aus. Du bist Brot vom Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du mir deine Weisheit schenkst, dass ich dein Reden, wo du zu anderen Menschen redest, dass ich das helfen darf, auslegen oder verständlich erklären, was du sagst zu anderen Leuten. Danke, dass ich zum Segen gesetzt bin für diese Welt. Wie der Pharao der Josef geschickt hat, gesendet und ermutigt vom himmlischen Vater. Und wenn dir das zu fromm tönt, dann bist du gesendet und ermutigt von mir. Dort, wo du bist, Lebensbrot austeilen.